Schon, gell? Achso, ja klar, klar, den habe ich. Da kannst du schauen, immer. Zumindest die, die heute gefahren sind, weil die, die vor drei Tagen sind, sind ja nicht mehr da wegen gestern Racing. Ja. Nicht mal verbessern hier. Der kleine ist ein Heckmotor, den muss man anders fahren, aber der ist doch sicher etwas schlechter. Beispiel Ferrari, der ist halt anfälliger für Kurvengänge, die auf dem Bremse sind. Ich finde den super geil. Also, ich habe den McLaren mit in die Tests genommen. Also mit in die Tests von den ersten 6 Formel-1-Strecken. Und super performt. Aber schwächer. Aber schwächer irgendwie. Also ich bin nicht zu gute Zeiten gefahren. So wirklich auch hier. So, ich konnte mich verbessern. Das finde ich ja das Interessante. Die Frage ist nur, welche Porsche nehmen wir noch mit rein? Mal gucken. Ich habe jetzt nur einen reingenommen. Wir haben halt keinen GT3 Porsche. Vielleicht nehmen wir GT3 Porsche noch rein. Ich habe nur den RSR GTE. Der fällt halt aus dem Rahmen. Ich weiß dann nicht, ob es auch mehrere RSR GTE Autos gibt, außer Porsche. Klar, oder? Muss ja. Ich habe den nur drin belassen, weil ja so stark ist und Teacher hat gefallen. Aber Tichi sagt mir jetzt gar nicht, was das ist. Hat irgendwas reingeschrieben, mach mal das und sagt mir nichts. Nichts sehen wir lieb. Ja, ist ja auch. Ja gut, du schreibst es nachher, alles klar. Die Frage ist aber, welchen jetzt, Katie? Den 2020 nehme ich mit rein. Ich nehme den 2020 rein, der ist schon sehr, sehr stark. Der ist gut. Der hat auch Technik gefallen. Würde ich sagen. Persönlich mochte den alten lieber, den originalen. So. Der war irgendwie ein bisschen ruhiger auf der Straße. Der. Zu dem jetzigen ist kaum Unterschied, wenn du ein, zwei Sachen änderst oder so. Ich bin mit dem gefahren und fand den Grütze, Jens, den 2020. Dann hat Technik ein bisschen was verändert am Setup, aber mit seinem Setup gegeben, dann fand ich es okay. Fand ich super. Also, es ist halt so krass, wie die Standardeinstellungen sind. Und von dem jetzigen Porsche, den du gerade drin hast, im Ding, sind die Standard-Settings einfach perfekt. Du setzt dich rein und fährst. Das geht einfach. Das ist der Porsche, den TJ fahren kann. Gefühlt das einzige Auto, was er fahren kann. Okay. Da bin ich mal gespannt, was du vielleicht irgendwann dazu sagst, falls du Bock hast drauf. Du musst aber aufpassen. Ich bin ja schon einige Porsche gefahren, ne? Der ist aber anders, weil es ein RSR GTE ist. Den haben wir gestern dazu getan erst. Ach so. Gestern neu. Es heißt, er hat kein ABS. Du musst mit Bremsen aufpassen. Du darfst. Weil TJ hat da erst das Bremsen gelernt. Er hat gemeint, das habe ich gelernt, dass ich halt nie, also halt nicht voll draufsteigen die ganze Zeit, sondern schön langsam. Am Anfang kurz voll drauf und dann schön langsam, das Bremsen kommen lassen oder nochmal kurz bremsen oder so. Und das finde ich halt das Geile. Ich würde am liebsten Autos fahren, die gar keine Hilfen haben. Habe ich früher immer so wirklich pingelig drauf geschaut, aber GT3 ist halt, naja,
Gentleman-Autos, weißt du? Mit allen Hilfen an, die es gibt. Damit das Anfänger fahren können, nur noch Profis. Aber gut, ich habe mich halt dran gewöhnt jetzt. Genau, und der GS, der ist halt ohne ABS, aber soll dich, glaube ich, gar nicht abschrecken, das ist nicht so schlimm. Er ist halt ultra stark. Ja, genau, den habe ich gemeint. Den habe ich gemeint, den haben wir eh drin. Da war ja auch drin bis vor, bis gestern. Genau, der 991. Oder wie? Warte, ich schau noch mal kurz. Schau noch mal kurz. Nee, bei Results, ne? Was ist denn heute der 26. in Hungaroring? Hier. Der da. Wieso schreibst du 912? Aber das ist schon der, ne? Das müsste der hier sein. Keine Ahnung, wo der jetzt genau ist. Die Sortierung ist auch wild. Die Sortierung ist auch wild. Oh, es geht ziemlich stark gewinnt. Der da. Es wird schon der sein, ne? Naja, den haben wir drin. Das habe ich mit geplant, mit reinzunehmen, das Ding. Das passt schon. Das habe ich geplant, mit reinzunehmen. Also, wir hatten den hier eh drin. Ich habe ihn nur heute rausgenommen, weil ich wollte eigentlich heute nur von einer Marke alles, damit wir... Also, von... Nee. Pro Marke nur ein Auto. Habe dann trotzdem noch beide BMWs reingenommen. Irgendwie aus Versehen. Genau, der kommt noch mit rein. Der hier. Die heutigen bleiben alle. Die ganzen Formula und LMPs kommen raus. Damit ist der reine GT... Also GT3 ist das Ding, weil der andere ist der RSR GTE, ist ja egal. Honda wollte ich noch testen, also keine Ahnung. Schauen wir mal. Und dann schauen wir, was wir noch so finden an GT3s. Ich würde da gerne diesen Aston Martin halt haben. Und den Camaro und Corvette, Alter. Was ist denn? Du hast gesagt, der ist Stock dabei. Ich hab den gar nicht. Ist denn der Cord noch da? Zufällig? Weißt du, ob einer der Autos im Folder drin sind? Was ist denn die aktuelle Corvette? Warte mal. C7 GT3. Kunus. Ja, das ist Competizione. Bringt mir auch nichts. Hat es irgendeiner... Hat es irgendein Modder gemacht, das Ding? Anscheinend ist das die bei RCC, oder? Callaway Corvette C7.
Ich kenne nur noch die gelbe vom 24-Stunden-Rennen. Hier, Assetto Corsa Ultimate. C7R GT3. Ist das die sogar? Krass. Ist die drin oder was? C7 Stingray. C7R. C7R. Ist das die? Was guckst du denn da? Ich schaue, ob das die ist. Ich würde gern die Corvette, eine Corvette haben. Ich würde Corvette, Aston Martin und einen Camaro haben, die wir vorher gesehen haben. Aber ich weiß nicht, woher ich die kriegen soll. Ich dachte, irgendein Modder verkauft die oder so. Aber bis jetzt nicht gefunden. Welches Jahr ist sie denn? Das Video ist von 21, ich weiß ja nicht. Ja, was ist denn No Hessi? Was ist denn das? Was ist denn das für ein... Ist das ein GT3, Formel 1? Was ist denn No Hessi? Was heißt du überhaupt? Hesitate Hessi oder was ist Hessi? Muss ich da irgendeine bestimmte Mod drauf tun? Da kannst du alles fahren. Ja, aber das geht ja nicht. Du hast Begrenzung von den Boxen. Du kannst nie alles fahren. Wir haben ja gerade einen Server, wo wir alles fahren können. Du hast immer Begrenzung von der Strecke und von den Boxen. Das ist ja mein Problem. Serverstruktur lässt das nicht zu. Du hast 30 Pitboxes und du kannst nur höchstens 30 verschiedene Autos machen. Wenn ich 30 Autos mache, ist jedes Auto nur einmal zur Auswahl. Du hast immer Begrenzungen. Manchmal hast du auch nur 20 pro Strecke. Du kannst da nicht alles fahren. Wir haben ja sowieso 10 GT3s, Formel 1 bis 3, Formel LMP 1 bis 3 und LMH drin. Also wir haben ja eigentlich, du kannst alles fahren. Aber du hast bei jeder Strecke Begrenzung. Mal 20 Plätze, mal 30, mal 24. Du kannst immer nur, du musst dir eine Strecke anpassen. Also die Serverstruktur lässt das ja nicht zu. Das geht, glaube ich, im Singleplayer halt. Corvette C7R, warte mal kurz. Kann ich doch... Komm gleich wieder. Single. Hier steht GT, GT2, GTE, GT3. Okay, ist die jetzt GTE? Was hat die für Hilfen? Dieses No Hessi habe ich aber schon mal gehört in Verbindung von anderen Spielen, glaube ich. Sag mir mal einen Server, der so ist, und dann kann ich ja mal schauen, ob das wirklich so ist, wie du das sagst. Die hat TC nur. Also es ist wirklich ein GTE.
Alter. Okay, die passt dann zu dem Porsche, oder was? Die hat ganz, ganz wilde Downshift Protection. Das ist ja ganz wild, Jens, hier. Wenn es dich nicht stört, würde ich dir auf den Server drauf machen zum Testen für uns. Bist du noch ein bisschen wach zum Fahren heute? Oder wolltest du zeitnah Schluss machen? Feedback ist wild an der. Gibt es noch andere GTE-Autos, KD, von denen ich nichts weiß im Spiel selbst? Ich habe mich ja nie so beschäftigt, weil ich immer nur nach modernen Autos gesucht habe. Jo. Krass. Anderen hier raus, LMP, E3, Open 1, 2, 3, LMP 1 und LMH. Bist du noch da? Ja. Fährst du noch ein bisschen oder wolltest du Schluss machen? Nö, ich war nur kurz auf Klo. Kann ich den Server kurz restarten? Dann haben wir noch ein paar Testsachen. Ist das okay? Naja, mach. Zack. Jo, ist ready. So. Cool. Das ist ja wild. Ich habe jetzt ich habe geaddet Corvette CR7. Habe ich geaddet. Die passt zu dem einen Porsche. So, also ich komme nicht mal drauf. Muss das mal Refresh drücken hier. Warum kommst du nicht mehr drauf? Checksum Error. Ich habe aber nur das Auto, was zum Spiel dabei ist. Er sagt, er kann nicht zum Remote-Server connecten. Hä? Welches Auto willst du? Neben dem M6 oder was? Mhm. Teste ich auch mal.
Hast du nochmal Refresh gedrückt im Content Manager? Ja, schon mehrmals. Was ist denn das jetzt? Verstehe ich nicht. Hast du das mit dem Ding ist noch drin, mit dem Custom, mit dem Shader, oder? Ja, ja, klar. Aber das hatte, wegen irgendeinem Shader war letztens, hatte das Xent dann auch. Das Auto hast du drin, oder? Das ist die 2020er Version von Porsche. Ja, klar. Er sagt ja sonst auch, dass dir irgendwas fehlt. Also ich kann nochmal connecten, wie immer. Okay, da müssen wir rausfinden, wo das liegt hier. Beim Ding war das immer irgendwas mit dem Custom Shader. Du hast ja noch die aktuelle Version, oder? Warte mal, Settings, Custom Shader. Du hast die 0178 angeklickt, gell? Habe ich dir, glaube ich, letztes Mal eh schon gesagt, aber guckst du nochmal gucken. Und du bei 0178. Ja, genau. Habe ich ja auch. Okay, dann. Scheiße, was muss ich wieder raus tun? Was geht bei dir? Bei mir geht's, geht ja bei den anderen. Fuck. Dann tue ich mal den einen Porsche raus. Ich fange mal mit dem an. Wo ich mir vielleicht denke, vielleicht, dass an dem liegt es. Warte, starte nochmal kurz den Server. Jo, probier nochmal. Nope. Auch nicht. Gut, dann tue ich den Porsche wieder rein. Habe ich. Was habe ich noch gerade reingetan? Die Corvette gehört zum Spiel dazu. Die kann es nicht sein. Die gehört zum Spiel dazu. Ich habe den einen BMW reingetan noch. Den da. Da weiß ich nicht, ob du die neueste Version hast. Das sagt der Content Manager. Sagt dir der Content Manager irgendwas? Es gibt so Striche bei dir hier oben. Da gibt es so Striche, dann so ein Pfeil. Schauen wir erstmal, ob es das überhaupt ist. Wenn irgendwas am Server ist, was es halt so gibt, auch im Internet. Der BMW hatte ich auch dann und die Strecke war auch nicht die neueste, habe ich das hier geupdatet und dann habe ich auf den Server getan. Hier oben ist so Striche, das ist so ein Pfeil. Also ich habe jetzt nochmal, ich habe den BMW rausgenommen. Schau mal jetzt, ob es funktioniert. Wo ist der Strich? Das sind drei Striche da oben, die man baut. Drive, Lap Times, Dings, das sind so drei Striche. Wenn du das aufmachst, ist es so ein Settings- und Installationsding. Okay, wo steht, ob das die neueste Version ist? Oder ob die Version? Wenn da irgendwas steht, dann siehst du es, dann ist er so grün, so grüne Pfeile nach oben. Da ist nichts, oder? Wenn du draufklickst, ganz unten sind irgendwelche Dateien, die er laden will. Sagt er vielleicht M4 oder Strecke oder irgendwas? Ja doch, da ist so ein grüner Pfeil. Genau, wenn der grüne Pfeil ist, dann fehlt irgendwas. Da musst du auf den grünen Pfeil klicken. Dann hast du, zeig dir unten an, was fehlt. BMW M4 hat gefehlt irgendwas. Mhm, genau. Deswegen war es bestimmt der. Hä, warum ein Ferrari? Mir ist da gar nichts von Ferrari. Zeig da voll viele Sachen an. Kann nicht geladen werden. Keine Ahnung. Ah, okay. Ja, BMW muss geupdatet werden. Der M4. Ich habe den jetzt rausgetan. Trotzdem mal testen, ob der Server jetzt geht und dann kann ich wieder reintun. Aber eigentlich müsste es auch mit Update gehen, weil der, also ohne Update. Aber schauen wir mal.
Muss ja eines von den Autos sein, wenn der vielleicht ein Update hatte. Ja, jetzt geht's. Okay, dann tue ich den BMW wieder rein. Warte. Aber wenn du ihn jetzt wieder reinmachst, komme ich ja wieder nicht rein, ne? Ja, aber du hast doch gerade geupdatet, oder nicht? Nee, geht nicht. Macht er nicht. Wie macht er nicht? Du musst einfach draufklicken. Und dann tu das updaten. Okay, warte, ich probiere noch mal. Da sind so, da unten obwohl, ist halt, ja, obwohl, ich kann ja jetzt auf uns. Ne, warte mal. Found one update. Ja. Aber ich kann nicht draufklicken auf Install All. Soll ich dir den schnell so hochladen? Also auf dieses Drive-Ding? Ein paar Sekunden? Oder vielleicht macht das jetzt nicht, weil du ihn nicht mehr drinne hast? Das kann auch sein. Lass ihn da nochmal reintun. Genau. Obwohl er ist noch in der Liste drin, ne? Nee, ich habe ihn rausgenommen. Bei mir wird ein BMW M4 GT3 angezeigt. Da ist ein anderer. Das GT3 22, aber das ist ein anderer noch. Warte. Jetzt. Und Server startet jetzt. Steam. Da. Assetto Corsa. Durchsuchen. Wie ruhig es hier ist. Hier. Content Cars. Änderungsdatum. 16.11 Uhr. Am 27. Okay. Weil er wird mir auch angezeigt in der Liste. Normalerweise kannst du da draufklicken und dann tut das installieren. Nee, macht er nicht. Es ist ein paar Sekunden oben. Und jetzt ist fertig. Kannst du runterladen. Und die Strecke hast du 1-2, oder? Oder hast du noch die alte von vor 3-4 Tagen? Eben alles neu, also alles runtergeladen, was halt neu war. Auch die Track 1.2, weil die Track vor 3 Tagen war. Bist du vorhin schon halt, alles was halt neu war. Okay. Bist du schon mal gefahren vor ein paar Tagen die Strecke? Nee, oder? Nee. Okay, dann passt. Dann hast du direkt neu geladen. Ich hatte die andere Version vorher drin. So, jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt daran liegt. Aber klar liegt es an dem Auto. Da. MB. Uiuiui. Hey Audio Eyeballs, what's up? Was hast du gesagt? Das ist mit irgendwelchen. Das ist mit irgendwelchen Sachen, wo du auf deine Stadt und sowas fahren kannst. Ja, das ist komplexer. Da muss man irgendwelche Mods und sowas drauf tun. Und extra nur dafür machen. Und du kannst da nicht alles fahren. Du fährst ein Auto und fährst durch die Stadt mit irgendwelchen KI. Da musst du. Ach du Scheiße, da musst du irgendwelche Mods machen und drumfummeln. Komplett andere Serverstruktur als die ich habe. Das ist das. Das ist einfach nur mit dem Traffic da, wo wir die das gesehen haben hier, Jens. Was mit dem Traffic da, mit dem VR und Traffic. Das ist ein ganz anderer Server. Ah, da hätte ich auch Bock drauf.
Da muss ich halt komplett neue Server machen, andere Server. Also das hat mit den jetzigen nichts zu tun, weißt du? Wär jetzt schwer für mich. Komplett die ganze, müsste ich jetzigen Server alle stampfen und neu machen. Das würde ich jetzt ungern machen. Je nach Slots. 8 Slots, 10 €, 20 Slots, 18 €, 30 Slots, 25 €, je nachdem. Kannst du dir aussuchen. Du musst die ganzen Sachen halt dann selber machen, ne? Kannst du dir aussuchen, monatlich, jährlich, vierteljährlich, je nachdem, wo du mietest. Musst du halt alles selber machen, konfigurieren und auch die Mods drauf tun. Und das, was du da vorhast mit diesem Traffic und so, falls du das machen wollen würdest, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so einfach. Aber da gibt es bestimmt YouTube-Guides. Jetzt geht's, oder was, Gents? Ja. Naja, musste ja daran liegen. Du hast ihn rausgenommen, es ging wieder, ne? Ja. Ich stell gerade mein VC-Becken, ich habe keinen Lenker, da hinten an dem Lenker. Nur eine. Ich sag mal, vor Feedback in meinem Auto. Du pumpst mich halt einfach gerne an, gib's zu. Ja, klar. Ja, da musst du, stimmt, da musst du auch noch zahlen, stimmt. Ja, ist ja halt nicht so einfach. Die lassen sich das alles gut bezahlen, aber was doch okay ist, wenn sie sich die Mühe machen. Deswegen würde ich jetzt ungern nochmal mehr reinpayen wollen, weißt du, ich meine? Ich habe schon so eine Menge kosten mit diesem AC-Stuff, was wir hier machen. Die Autos sind ja auch nicht, sag ich mal, for free. Aber wie ich schon oft gesagt habe, Streamer oder Serverbetreiber, was auch immer, müssen immer in die Tasche greifen, damit die Community, die joinen will, auch Spaß haben kann. Deswegen wäre das halt vielleicht für ein, zwei Stunden Spaß nicht wert, da Geld auszugeben extra, weißt du? Ich würde mich eigentlich näher ranzoomen wollen hier oder lauter machen das Auto. Andere Welt erleben will. Der, den du fährst, welcher denn? Der M6 oder den, der nicht ging? Die M6. Okay, der ist andere Welt, ja, da musste ich viel rumwurschteln. Der ist auch rausgeflogen eigentlich. Aber der ist schon gut. Diese Corvette ist andere Welt, sage ich hier. Der ist auch so ein bisschen langsam und schwerfällig, aber ist eigentlich schon gut, wenn du dich an den gewöhnst. Glaube ich. Ich glaube, wenn man den eh rausnehmen, brauche ich mich nicht dran gewöhnen. Tun wir nicht. Wir lassen alle drin, die jetzt drin sind. Deswegen mache ich So, weil du heute. gerade sagtest, der ist raus. Den hatte ich rausgenommen. Hatte ich rausgenommen, aber ich lasse ihn drin.
weil wir jetzt mehr Spots haben für GT3, weißt du? Also alle Autos. Aber echt sehr, sehr schwerfällig. Mhm, ja, genauso wie den Bentley und sowas. Der andere, bei dem der nicht ging bei dir, der ist halt zu stark. Der ist nochmal der gleiche. Das ist den bist du mal gefahren, wo ich sagte, der ist zu stark und du fandst den gar nicht so gut. Der ist halt total OP. Aber da wir jetzt auch den GTE und sowas haben, passt der so dazu. Du fährst eh den M6. Den du laden musst, hat dich rausgetan, weißt du? Nicht den du gerade fährst. So. Wird es halt wild. Ist original beim Spiel dabei. Erster Gang, kannst du vergessen bei dir. Lieber nicht. Echt, 1,51 nur, lol. Okay, so schwach oder wie? Ist die? Dass die Alten immer so schwach sind, Jens. Der alte Porsche von 2017 war auch viel schwächer als der von 2022 oder 2021. Ich wüsste gar nicht, welche neue Strecke jetzt hätte, welches Auto ich mit anfangen sollte. Vielleicht sogar eine McLaren, das war immer mein Sohn, so ein bisschen Safe Spot. Ferrari jetzt vielleicht. Okay, BMW ist nichts für mich. Dem musst du Zeit geben. Dem musst du Zeit geben. Ich weiß, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen. Also dann, der hat bei mir auch versagt, nachdem wir ihn auf dem Nürburgring hatten. Aber ich habe jetzt wieder reingetan und ich finde ihn okay. Ich finde ihn echt stark. An mir werden immer noch 3 BMWs angezeigt. Ja, stimmt. Aber du sagtest, du hast rausgenommen, den anderen. Ich habe mir wieder reingetan, weil du ihn ja geladen hast. That was a 150. Okay. Start anders oder sind die genauso? Die sind komplett anders, die haben mit dem nichts zu tun. Nimm mal den, der keine Zahl dahinter steht, den du eben geladen hast. Den M4 GT3, der wo keine Zahl ist. Weißt du? Ja. Das gibt dir den also zweimal. Genau, kann ja das, da gibt dir den zweimal an. Zum von 2 verschiedenen Modern. Ja, macht Jens bestimmt auch noch, TG. Okay, Gino, okay. You've got 10 minutes. Ja. Porsche, jetzt für seinen Porsche Werbung gemacht. Ja, war ich einmal schwer begeistert, dann nicht mehr so. Mal gucken. Achso, den kennst du ja nicht, den haben wir erst gestern drauf. Getan. Also, ja, dann hilft dir mir am besten gleich mal, welcher das ist, und dann teste ich den. Der steht da, Porsche 911 RSR KTE URD. Das ist ein Riesentext. 2021. Ui.
Der BB, der klingt ganz anders. Der klingt krass und der ist halt ultra stark. Also der ist, in das Auto bin ich eingestiegen und konnte einfach, der ist von alleine gefahren gefühlt. Das erste Auto, das von alleine gefahren ist. Mit dem hatte ich nach zwei Runden die beste Zeit gefahren in Nürburgring, aber weil der auch so stark war. Ja, ist auf jeden Fall deutlich besser als der andere eben. Ja, der ist wie auf Schienen. Der ist ultra, der ist halt voll heftig. Ich glaube, das ist der, den ich den Tag mal ausprobiert hatte, wo du sagst, der ist besser als der andere BMW und dann hatte ich dir recht gegeben, dass der wirklich deutlich besser ist. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass du sagst, der ist nichts für dich, weiß ich nicht. Für mich war das noch ein anderer. Wir hatten ja damals vier BMWs drin. Ja, ich hatte einen getestet, den fand ich furchtbar, habe ich den nächsten getestet, den fand ich dann wirklich ganz gut. Da hattest du gesagt, du hast den falschen genommen. Achso, ja gut, kann sein. Genau, den hast du mit Zahl genommen. Gute Nacht, Katie, schlaf schön. Der mit Zahl ist halt auch eine Hausnummer für sich. Weil mit einem BMW habe ich ja zum Beispiel diese eine Teststrecke die ganze Zeit gefahren. Und den fand ich ja richtig gut. Welche Teststrecke? Ich hab den Namen leider vergessen. Die Raceway Deep Forest aus Gran Turismo oder was? Das war so eine richtig miese Strecke. Das ist ja doof jetzt, wenn ich nicht den Namen kenne. Mit mir zusammen? Ja, wir sind die alle gefahren. Dave ist die gefahren. Dave hat die sich gewünscht. Du hast gesagt, Dave hat sich... Ich hab sie gemacht. Und der meint, das ist eine der besten Strecke in Polen. Tor Poznan meinst du, oder? Kann sein. Der meint, er kennt die halt in- und auswendig. Die kann am Schlaf fahren. Kann ja jeder. Aber der hat da gemeint, das ist die einzige polnische richtige Rennstrecke, hat er gesagt. Die fand ich übrigens auch super, die Strecke. Echt? Ich glaube, das ist auch die, wo ich am schnellsten bisher war. Also die ist hier echt krass, die Strecke ist nicht einfach. €1,50, okay. Ich hätte gerne ein neueres Modell von dem Auto hier. Weil 2015 ist, bin ich so abgehoben, weißt du, ich meine? Was soll ich denn damit? Okay, mal schauen. Gibt es keine Modder, die das gemacht haben? Egal ob Geld oder nicht Geld. Abgehoben, oder? Ja, das sind ja meistens immer nur so ein Euro oder so, ne? Das ist ja okay. Kann man ja. Oder ein Pfund oder was weiß ich, je nach dem Modder. Können wir machen. Ja. Ich gebe es denen, ich würde auch schon sagen, lieber denen noch ein paar Euros geben, als Hersteller, die irgendwie mit dir jetzt nicht irgendwie 50.000 Euro verdienen. Wo du 50.000 Euro ausgeben musst, wollte ich sagen. So Sims-like. Ja, okay, das ist krass extrem, oder? Von EA. Ja, ich meine, man muss ja nicht alles kaufen, ne? Aber es gibt Weiber, die kaufen das alles, weil sie in irgendwelcher komischen Kleidung und Bauten und Haus und, ne? Also ehrlich gesagt, Sims gehört zu meinen Lieblingsspielen. Ich habe zwar schon lange nicht mehr gespielt, das Spiel, aber ich finde es super. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gehen, weil du baust halt gerne, ne? Du bist halt kreativ und sowas und baust halt gerne. Ja, stimmt. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so nah ans Mikrofon dran tue. Mal entspannt sitzen hier. Weiß ich gar nicht. Ich finde es halt einfach geil, die Autos zu testen. Und dabei komische Geräusche zu. Oh Mann, ey.
Boah. Ja, weil ich gerade hier aus der Kurve mehr rausgerutscht bin. Ich hab's gerade noch so abfangen können. Boah, das kann er wie jetzt. So, meine Katastrophe. Ich schau mal kurz wegen CR7 hin. Eieiei, ich sag's dir. Da machst du was mit dir. Boah, warte. Ja, warte. Ja, ich hab's. Ich hab hier. Jetzt eine. Warte. Ist gut. Oh, nicht ganz. Ich habe hier eine Corvette C6R. Was ist denn das? Du bist so ein Depp. Oh Mann. Kannst du dir nicht vorstellen. Der Typ. Kann man in einem Ordner suchen in Google auch? Oder? Rechte Maustaste. Öffnen. Freigeben. Link abrufen. Drive verknüpfen zum Magie. Farbe innerhalb. Innerhalb. Okay, hier. Innerhalb suchen. Lässt du mich auch bestimmen, was du suchst? Dateityp, Person, Titel, Aufgaben. Suchen. Okay, C5R. C8R, was ist denn das? C7 ZR 2019. Steuerung A. Hä? Kann man nicht drücken, die Tasten hier. Habe ich jetzt Steuerung A oder nicht? Hey, bei der Tür an mir vorbei. Was soll denn das? Unhöflich. Steuerung A habe ich. 18 Elemente. Okay, Steuerung A, 18 Elemente ausgewählt. Dann kann ich das runterladen. Runterladen. Okay. BMW M4. Okay. Und ich bastel mir für die mal ein anderes Ding. Ey, was ist denn das für ein Audi hier?
Weiß doch nicht, ob das hier besser ist. Ich weiß nicht, ob es so besser ist. Okay, clear right. Clear right. Oh. Überholmanöver sind manchmal kritisch. Ich bin einfach in der Straße gefahren, damit du überholen kannst. Ja, ja, und dann bin ich nicht in der Linie gewesen und gleich mal Curb ausgerutscht. Ja, das sind eine der zwei schwersten Kurven auch da. Ist jeder Kurve eigentlich schwer. Ja, nicht einfach hier, ja. Vorletzte Kurve finde ich auch mega fies. Ja, die links hier, Katastrophe ist die. Und die Start und Ziel ist auch richtig bescheiden. Das sind alles AKs, weil es der Arschloch gehofft. Ein Gensjagen hier. Das ist aber ein 10-mal besseres Auto. Na, warte. Ich habe den Chat hier nicht mal angeklickt. Ah, doch, jetzt hast du was geschrieben. 4 Euro, United URD. Ach, das war die C8R GTE. Ich habe die eben gesehen, das war die, oder? Danke dir. Ich hatte gerade einen Chat nicht da, weil ich was runtergeladen habe. Boah, scheiße, das ist schon 7 Minuten her. Entschuldigung. Ich habe in der Küche, ist immer schwierig mit dem, wenn ich auf dem Monitor was drauf mache. Schon mal hat es mir sogar rausgesucht von URD. Von dem haben wir ja auch den Porsche. Ist das ein aktueller, falls du noch da bist? Tut mir ultra leid, ich hab. In der Küche bin ich halt sehr begrenzt, was Monitor angeht. Ich hab nochmal den Chat und das Racing offen. Und ich hatte kurz was gesucht und geschaut. Und das war das Einzige, was ich gefunden hatte. Ich wusste aber nicht, ist das die neueste GTE-Version oder was? Das ist die aktuelle Corvette, geil. Cool. Passt die auch zum Porsche RSR GTE 2021 oder so? Müsste doch in der gleichen Klasse sein. Ja, nice. Ich habe die auch von URD geholt, den Porsche. Die haben ja dann in dem Pack das zusammen, 2020, 21 und Sprint-Version. Ja, nice, dankeschön. Können wir mal gucken. Ich meine, ich bin ja eh schon alt, ne? Also bin ich mir der Jüngste und fühle mich ja noch älter, wenn ich wie ein altes Auto fahre. Und was sagst du, Jens? BMW? So. Ja, das ist der, den ich früher auch schon gefahren bin. Der ist immer noch gut. Den haben wir aber nicht so lang. Den hatten wir damals nicht. Dann habe ich den Vorgänger davon gefahren. Ja, es gibt einen Spiel, den du gefahren hast, der sehr gut ist. Ja, das ist der von 2000 irgendwas.
ich merke mir das nicht so, wie die ganzen Autos nicht so. Ich mir auch nicht, aber wenn du einen Server hast, dann musst du die Scheiße leider merken. Teste einfach aus, wenn mir was gut gefällt. Richtig so. Schreibe ich mir auf, dass ich den gut finde. Richtig so, weil irgendwann werde ich dich fragen. Jetzt musst du dir aussuchen, den oder den, du Arsch. Ja, ich meine, ein paar Lieblingsautos habe ich. Alte Porsche von 2014 oder welcher im Spiel Standard ist. Den Nissan mag ich. Ich mag den McLaren. Wobei der McLaren halt vielleicht wirklich nicht der schnellste ist. Der neue McLaren, ja. Der ist, ja. Du musst mal den Nachfolger probieren von deinem Porsche. Der ist sogar noch besser. Also den Porsche 2020, den GT3. Den 991 GT3 irgendwas, 991R oder so. Das ist der Nachfolger, von dem du das gemacht hast. Der andere war 2017, jetzt habe ich einfach die 2020er Version rein. Und was mir noch fehlt, ich würde da gerne auch, wie ist denn das mit diesem, also von der Corvette gibt es keinen GT3, oder? Warte mal kurz, egal, ich geh so wurscht. Diese Autos hier, scheiße, habe ich die wieder geschlossen oder was? Fuck, warte. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich bin über den Curb geflogen. Ja, also kannst du nicht springen. So, dass es noch zählt, aber dann, obwohl ich voll eingelenkt bin und die richtige Geschwindigkeit hatte, er ist über die halbe Strecke geflogen. Diese Seite hat mich halt voll angefixt irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Ich lade da nichts runter. Das ist sehr, sehr sass, aber ich habe zumindest die Sachen hier gesehen. Ich würde, die haben bestimmt irgendwelche Modder gemacht. Den Gallardo GT3 würde ich auch mal gern probieren. Ich probiere jetzt viele Mods, viele Sachen, dann tun wir halt alle auf den Server und dann lassen wir irgendwann einfach die ganz Autos drauf. Einige tun wir weg, dann tun wir da drauf. Den würde ich halt. Eine Textdatei. Machen eine Textdatei. Ich in ein BMW, bla bla bla. Aber genau was da steht, weil es gibt den zweimal. Ich kann den Text ja auch ändern, aber der wird mich interessieren. Der Aston Martin wird mich interessieren. Den Bentley, glaube ich, haben wir schon. Und den Camaro. Und theoretisch C6R GT3. Das andere ist der C8. Was ist das? C8, ja, das ist der GTE. Genau, das wird das GT3. Ich finde GTE eigentlich fast geiler, weil kein ABS. DBRS3 und hier ist es der Vantage. Keine Ahnung, was für eine Seite das hier ist, aber ich fand es halt schön sortiert hier. Und ich glaube, die irgendwelche Modder, so wie URD oder was auch immer, oder RSS oder keine Ahnung, was da es gibt, haben die gemacht. Du kannst sie eh nicht runterladen, zum Glück. Welches ist denn eigentlich, also die GTE Corvette ist die C8R. Gibt es auch eine aktuelle GT3 oder gibt es die gar nicht? Kann man irgendwo eine MK noch bestimmt? Assetto Corsa Cars. Sehen, welche Autos es da alles gibt. Cars. So, Porsche hat er gesagt, ja. Genau, ist das den, da wo steht URD, wo ganz großer Text. Porsche. Noch einen, ne? Da gibt mehrere Porsche. Der ist der neue. 911 GTE RSR URD. Ja, hab schon gesehen. Okay, also auf jeden Fall sieht das schick aus. Ja gut, das ist auch ein bisschen durch, ich wollte eine Liste haben. Alter, ich sehe nichts. Ja, also Optik schon mal 10 von 10.
Also Aston Martin 2013, okay, okay, Base 2000, Vantage 2019. Also es gibt einen Aston Martin V8 AMR GTE. Es gibt einen Audi LMS, den haben wir eh schon. Bentley haben wir auch. Die BMW haben wir. Moment, ist das euer Ernst? Was denn? Ferrari haben wir auch. Honda ist auch drin. Huracan haben wir auch. Lexus, McLaren. Oh, es gibt da 27S und 650S. Ich weiß gar nicht, welchen wir haben. Haben wir denn? Scheiße. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Welchen haben wir denn hier? Wir haben den 27S GT3 2019 und hier ist der doch, es ist der hier, der neueste. Okay, okay. Dann haben wir den da, den haben wir, ja. Nissan 18, ja. Ne, wir haben dann 20, oder? Und den Porsche gibt es ja, gut, das passt eigentlich. Also gibt es den anderen ja gar nicht. Einzige, was ich jetzt hier neu ist, was wir nicht jetzt, glaube ich, haben, ist der Vantage. Aber das hier ist heftig hier. Und das ist sein Auto, ja? Das quält er sich gerne. Dem kann er am besten fahren. Das ist so ein, auch nicht auch so einfach zu fahren, das Ding. Also, das ist doch quasi der schwerste Wagen von allen. Wie? Ist der einfachste? Wenn TJ den fahren kann. Der spielt LOL. Was willst du erwarten? Ja, aber der hat ja kein gar nichts an. Der hat nur CCS, aber kein ABS. Aber bist vorbeigedüst. Das ist ja nicht unbedingt einfach. Okay. Update. 1.3.2 ist hier, oder? Das ist for free, oder was? Okay. Also ein Camaro gibt es halt nicht so. C6R, GT3. Die haben wir doch gerade drin, oder? Was ist denn das für ein Modder hier? Komische Seite, Alter. Egal, guck ich morgen entspannt aus dem Wohnzimmer, weil hier in der Küche ist Kacke. Aber den da, warte mal kurz nochmal. Was? C8R GTI, Moment. Von URD, sagtest du? Ich glaube, ich weiß, warum man den mag, weil das Force Feedback quasi ausgeschaltet ist. Wie ausgeschaltet? Naja, im Vergleich zum BMW eben ist das quasi wie, als wenn Force Feedback ausgeschaltet ist. Echt? Ja. Vier. Aua, oh, Mikrofon, Alter.